Seid ihr herzlich willkommen. Wochenende Liebesorakel. Ich möchte erstmal erwähnen, dass wie immer jeden Monat, so Monatsende, erscheint mein kostenloser Newsletter. Per E-Mail kannst du das gerne bestellen, dann kommt das jeden Monat automatisch. Immer interessante Themen, astrologische Vorschau und jeden Monat gibt es bestimmte Angebote für Ritual, aber auch für Legungen mit Kerzenmagie oder Legung mit Astrologie für halben Preis. Und jetzt schauen wir an, was passiert jetzt am Wochenende, wie ist die Energie am Freitag, Samstag und Sonntag. Erstmal betrachten wir Freitag und diese Karten zeigen die Energie oder was passiert am Freitag. Dieser Turm bricht zusammen. Das ist schon eine große Herausforderung. Aber das ist notwendig. Entweder bei dir kommen diese Veränderungen oder bei deinem Partner oder Partnerin. Und das löst aus, dass du in eine neue Richtung schaust und verabschiedest dich von Tal der Tränen. Weil du weißt ganz genau, was bedrückt dich. Was hält dich in die Enge? Was muss loslassen? Und gleichzeitig kommt eine neue Richtung und hier scheint schon die Sonne. Das bringt Erfolg. Sonne zeigt auch deine Ausstrahlung. Oder diese Sonne beleuchtet etwas Neues. Das kann auch einen neuen Weg auch sein. Also Abschied von Traurigkeit, eine Veränderung. Im ersten Moment tut das vielleicht weh, aber dann scheint auch die Sonne und zeigt Fröhlichkeit, eine neue Richtung, macht etwas sichtbar, was für dich wichtig sein wird in die Zukunft. Samstag sehen wir hier. Wenn du eine Dame bist, dann fühlst du dich in die Enge, weil die Gefühle spielen hier eine große Rolle. Immerhin das, was die Kelchen symbolisieren, aber die Zahl 9 ist wie ein Zaun. Hast du das Gefühl, es geht nicht weiter? Kann es sein, du zeigst Gefühle, kommt nicht zurück oder du zweifelst daran, dass das angebracht ist, ob das gut ist, wenn du deinen Gefühlen zeigst. Vielleicht hast du Angst, ihn zu verlieren oder dass er kühl ist und damit kommst du nicht klar. Aber dieser Bild verspricht die Liebe. Ihr gehört zusammen, sind auch die Zwillinge da in diesem Sternbild und auch bei diesem astrologischen Symbol und das kann natürlich auch bedeuten, ihr seid Zwillingsflamme, ihr gehört zusammen. Achte auf deine Einstellung. Entweder bleibst in Traurigkeit und das blockiert dich, das kann auch diese Grenze sein, oder betrachtest du dieses heilige Bild im Hintergrund und bleibst im Vertrauen, auch wenn noch geduldig sein muss. Aber es ist wichtig, diese Einstellung zu haben, es ist alles in Ordnung. Im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein, kommt auch diese Liebe. Sonntag sehen wir hier die unteren beiden Karten zeigen die Feuerelement und es kommt von außen, kommen Handlungen, viel Mut und Kraft und Begeisterung, aber auch Leidenschaft und dieser Mann ist schon auf dem Weg zu dir. Sonntag siehst du das noch nicht, deine Augen sind geschlossen.
Hier sehen wir auch diese Enge. Du kannst es nicht einschätzen, was jetzt kommt. Aber hier dieses heilige Bild zeigt, bleib im Vertrauen, es ist alles in Ordnung. Aber sei noch geduldig. Er handelt und ist schon auf dem Weg zu dir. Wenn er angekommen ist, dann kannst du deine Augen öffnen. Er macht sich sichtbar. Und das war das Wochenende Liebesorakel. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera.